Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem kleinen Flohmarkt-Master-Kanal zu keinem Unpacking, aber ein Film von Joe D'Amato mit Laura Gemser und zwar Nackte Eva. Den habe ich mir jetzt für 32 Euro von der Colors of Entertainment kommt das, von den Madiex. Hier gibt es drei verschiedene Cover-Artworks. Dieses Cover-Artwork war jetzt doch recht ansprechend. Auf den anderen Covers haben mir die Motive jetzt nicht so gefallen. Hier, das sieht offenbar gezeichnet aus. Ja, das Gesicht entspricht ja nun nicht so der Laura Gemser hier. Der nackte Popo von dem Mann und Laura Gemser hier in einer sitzenden Pose. Hier jetzt noch mit so einem kleinen Seidenschal, denke ich wohl mal. Und ja, das sah jetzt doch recht ansprechend aus. Ja. Das ist der Spine. Ja, der ist dieses Mal grün gehalten. Das sieht jetzt auf dem Bild jetzt blau aus. Ich weiß das nicht, wie das denn nachher so rüberkommt. Hier der Verweis auf Colors of Entertainment und die Madiex. Einmal umgedreht. Und natürlich ist das Ding auch noch limitiert auf 333 Stück. Und ich habe hier die Nummer 302. So. Das ist ein bisschen schwer einzufangen. Ja, so kann man es jetzt sehen. Jetzt ist das Bild auch ein bisschen dunkler. Hier wurde mal wieder ein bisschen auf... Ja, das sieht mir so ein bisschen aus wie reingefotoshoppt, ne? Also das ist halt nicht so geil. Ja. Aber ansonsten ist das ein recht guter Film. Ich erzähle euch jetzt gleich da noch ein bisschen was zu. Anscheinend muss ich hier auch noch ein paar Sachen zensieren. Ja, ist halt so, ne? Wir machen das einmal auf. Hier übrigens, der Film ist beantragt ab 18 gewesen. Wie gesagt, beantragt, ist aber ab 16 Jahren freigegeben. Unter Schnittberichte könnt ihr das dann auch noch nachvollziehen. Hier hat man denn die DVD da drin, die dann hier auch zu den Artwork passt. Also hier hat man jetzt das Artwork schon 1, 2, 3... Ne? Hier liegen die beiden im Bett und hier hat man keinerlei nummerierte Seiten. Hier hat man die Laura Gemser. Das Bild sieht ja nicht digitalisiert aus. Hier oben ist mal wieder irgendwas Schmutzpartikel. Das kriegst du auch so nicht weggewischt hier oben. Das ist wieder recht schade. Colors of Entertainment präsentiert das einzigartige Schaffen des Joe D'Amato. Hier habt ihr noch die ganzen Informationen über Joe D'Amato, dass er am 23. Juni 1999 verstorben ist und seine Anfangskarrierezeiten, ne, die stehen hier dann auch noch drinne. Auch noch ein bisschen was von seinen Eltern und sowas steht hier drinne. Und da habt ihr dann hier halt viel Information über Joe D'Amato. Joe D'Amato setzt seine frühere Arbeit als Filmmacher einer Reihe von kleinen Italo-Western wie Nur Gott war sein Colt. Und hier seht ihr halt seine ganzen Filme, die er jetzt noch gemacht hat. Da ist er ja noch nicht in seiner Schmuddel. Versenkung verschwunden, nachher wurden da ja ziemlich viel Hardcore-Einlagen, also das heißt pornografische Sachen mit einbezogen von ihm selbst. Ja, hier haben wir zwei mit einer Fluppe in der Hand. Ja. Nackte Eva, Italien, 1976, Originaltitel Eva Nera, Alternativtitel Black Cobra, Black Cobra Woman, Black Cobra Erotic, Eva Erotic Negra, Drehbuch und Regisseur von Joe D'Amato. Ja.
Über das Booklet gehen wir jetzt gleich auch nochmal ein. Das ist nämlich recht, ja, die Blätter wurden jetzt wieder nicht ordentlich genug abgeschnitten. Das finde ich irgendwie nicht so geil. Das war eine sehr gute Zeit in meinem Leben. Das Filmgeschäft war sehr gut. Wir sind um die Welt gereist und haben neue, faszinierende Drehorte für unsere Filme gefunden. Ja. Hier steht das auch noch drauf. Also, was man hier sagen kann, die Schriftgröße ist ja wieder sehr, sehr groß für Colors of Entertainment gewählt. Ja. Und die Bilder, ja, ihr seht es hier selber, das sind irgendwie Dreckpartikel, die da eigentlich nicht drauf gehören. Und ihr seht das, dass das eingewebt ist, ne, und nicht eingetackert. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu erfahren. Hier bekommt ihr richtig viele Informationen auch über den Film und viel über Joe D'Amato. Ja. Ein paar einzige Szenenbilder sind hier noch drin. Man hätte auch noch ein bisschen besseres Material finden können, weil dieser Film bietet durchaus schönere Bilder, als die hier von der Colors of Entertainment reingeklatscht worden sind. Hat wahrscheinlich auch immer ein bisschen was mit den Lizenzen zu tun. Ja. Ja, genau. Hier gibt es dann auch noch ein paar nackte Tatsachen. Da gehen wir jetzt noch einmal schnell drüber. Und hier jetzt zum Beispiel dieses Bild, ne? Was soll das? Also das ist so eine halbe Frau und mit der, ich sehe das jetzt gerade, das ist eine kleine Schlange hier drauf. Erstes Sachbuch veröffentlicht im Jahre darauf folgende seiner Mitwirkung am MovieCon Sonderband zum Freitag der 13. Franchise. Ach so. Und hier gibt es dann auch noch einen Hinweis, dass sich aus verschiedenen Quellen bedient wird. Das steht hier dann nochmal niedergeschrieben. Und hier hinten habt ihr das Original, ja, das Originalbild, was ich auch oben habe in einer anderen Veröffentlichung. Das ist halt quasi ein Repack-Bild von der ersten VÖ, die ich jetzt noch oben habe. Die werde ich euch jetzt auch gleich nochmal zeigen. Von dem Bildmaterial weiß ich nichts, ob das was ist. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Es ist auch kein durchgehendes Cover. Ne? Ihr seht das ja hier. Ne? Und ich werde das jetzt, glaube ich, mal so machen. Und werde die Blu-ray hier vorne reinmachen, auch wenn es jetzt nicht passt. Aber ich finde, das sieht stimmiger aus. Einmal die Rückseite und dann zeige ich euch das gleich nochmal. Das habe ich jetzt leider nicht mehr gefunden. Ja, die Rundumsicht von dem Mediabook seht ihr hier ja eigentlich ganz, ganz gut. Und er macht diesen Fokus hier nicht so gerne. Hier habt ihr denn auch noch ein bisschen Knautschpunkte. Auf was ich denn jetzt wirklich ansprechen will, das seht ihr hier wahrscheinlich eher nicht so. Aber das ist hier mit den Spitzen. Wenn ich denn hier mal rankomme, nein, ich komme hier natürlich wieder nicht ran. Ach, klassischer Vorführeffekt. Das seht ihr hier das? Ja? Das heißt, das wurde auch mal wieder mit einer Schere abgebissen. Ja? Und es ist das Booklet-Anteil ist nicht gerade eingetackert worden. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Das kriegt die Colors of Entertainment irgendwie immer nicht hin. Ja, auch hier diese ausgefransten Seiten. Ja. Auch wenn die wirklich nur auf Masse produzieren, die Colors of Entertainment, ja, finde ich das dann doch ein bisschen sehr, sehr schade. Viel Information, aber 32 Euro, ja, könnte man jetzt auch noch mal ein bisschen runtersetzen, dass das
Mediabook vielleicht irgendwann mal 21,99 € kostet. Ne? Ja. Das hier habt ihr ja auch schon gesehen. Und wie gesagt, das ist mein Lieblingsfilm. Ja. Ja, irgendwie haut das heute mit dem Fokus nicht hin. Das ist voll nervig. Ja. Hervorragende Schauspieler dabei. Und ja, hier bekommt ihr halt die Laura Gemser in einer Strip-Tänzerin, die mit Schlangen tanzt. Und zwei männliche Beobachter, sag ich jetzt mal so, die beide auf die gleiche Frau stehen. Und die Eva steht denn natürlich auch auf Frauen. Das ist denn natürlich. Und hier hat Joe D'Amato schon ganz, ganz gute Arbeit geleistet bei dem Film. Wie gesagt, mit dem Bild weiß ich nicht, wie das Bild sein wird. Aber ich denke wohl mal, dass das Bild durchaus besser sein wird als die DVD. Gut, das war das kleine Video. Ich hoffe, euch hat das kleine Video Spaß gebracht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.